Und es werden alle kommen, aus dem Osten und dem Norden und dem Westen und dem Süden. Und sie werden sitzen am Tisch Gottes, wo das Reich Gottes gefeiert wird. Mit dem Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich hier wieder in der Philipp-Nikolai-Kirche. Um die Tischgemeinschaft geht es. Und die scheint ganz international zu sein. Die Tischgemeinschaft, die Jesus von Nazareth sich vorstellt. Eine Tischgemeinschaft, die grenzenlos ist, die nicht fragt nach Konfession, nach Zugehörigkeit, nach Nationalität, nach der Hautfarbe, sondern eine Tischgemeinschaft, die offen ist für alle Menschen. Und was bedeutet das für uns heute, für uns als Gemeinde und Kirche? Diesem Gedanken wollen wir nachgehen. Und so bin ich heute auch in einer Stola gekleidet, die aus unserer Partnerkirche in Ruanda gefertigt worden ist. Und so lasst uns Gottesdienst feiern mit den Klängen, mit den Gedanken und mit der Vision des Jesus von Nazareth, von der Tischgemeinschaft, die grenzenlos ist und einladend. Gottesdienst im Namen Gottes, der das Leben geschaffen hat und die ganze Welt und alle Erdteile, und im Namen Jesu Christi, der uns immer wieder und alle Menschen zusammengeführt hat an seinem Tisch, und im Namen der Geisteskraft, die uns verbindet weltweit. Amen. Im Psalm 150 heißt es in einer modernen Übertragung: Lobt Gott mit euren Festen, lobt ihn mit euren mächtigen Taten. Lobt Gott mit eurer Offenheit und mit eurer Gastfreundschaft. Lobt Gott mit den Worten fremder Völker. Lobt ihn mit den Klängen ferner Länder, alt und jung. Lobet den Herrn. Wir haben gehört von der Vision des Jesus von Nazareth, von der Tischgemeinschaft, wo alle Erdteile und alle Menschen zusammenkommen können. Ja, unsere evangelische Kirche im Rheinland versucht, ein Stück dieser Vision Jesu auch nachzufolgen. Wir haben über 400 Partnerkirchen in aller Welt und lassen uns davon bereichern. Und eine kleine Auswahl davon seht ihr jetzt auch hier auf unserem orientalischen Tisch aus Nazareth in Israel, aus den palästinensischen Gebieten. Denn da, wo Jesus aufgewachsen ist, da war die Gastfreundschaft etwas ganz Zentrales.
Dazu auch die kleine Torahrolle aus Jerusalem, was uns immer wieder an unsere jüdischen Wurzeln erinnert. Aber auch im Westen dieses besondere Kissen unserer Partnerkirche, der United Church of Christ. Wir sehen hier drei Kirchen eng verbunden, nämlich zwei schwarze und eine weiße Kirche. Und sie erinnert uns daran, dass wir jede Form von Rassismus überwinden müssen und dass für unseren Glauben es diese Grenzen nicht geben darf. Wir haben aus Indonesien diesen ganz besonderen Origami-Engel gestaltet. Und hier haben wir die Sorgenpüppchen aus unserer Partnerkirche in Guatemala. Das erinnert uns immer wieder an die Kraft des Gebetes, dass wir Gott alles anvertrauen können und oft auch wir auf ungewohnte Weise dann auch Antwort bekommen. Aus unseren afrikanischen Kirchen haben wir diese besondere Skulptur. Sie macht deutlich, nur gemeinsam können wir die Erde tragen und auch die Probleme der Welt in den Griff bekommen, wenn wir wissen, diese Erde ist uns anvertraut. In sehr eindrücklicher Weise wird das in dieser Skulptur deutlich. Und das Abendmahlsgerät, selbstgemacht aus der indonesischen Kirche, was uns immer wieder daran erinnert, dass wir in der Tischgemeinschaft verbunden sind. Und schließlich der Friedenswürfel, der deutlich macht, dass wir auch nur, wenn wir gemeinsam mit allen Regionen zusammenarbeiten und unserem Glauben Raum geben, nur dann können wir wirklich auch miteinander für den Frieden eintreten. Jesus wollte uns damit sagen, ihr schmort nicht im eigenen Saft, sondern lasst euch ein auf die Perspektiven, auf die Inspirationen der Völker auf dieser Welt. Und so wird mein Tisch sein, so wird der Tisch im Reich Gottes sein. Von Norden und Süden, von Osten und Westen werden die Menschen zusammenkommen. Jesaja heißt es im 25. Kapitel, Verse 6 bis 9, wenn Gott sein Werk vollendet. Auf dem Zionsberg wird der Herr der Welt für alle Völker ein Festmahl geben, mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Dort wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völker das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Er selber, Gott, der Herr, hat es versprochen. An jenem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Nun können wir voll Freude singen,
weil er unser Retter ist. Halleluja. Liebe Gemeinde, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Das hat schon der weise König Salomo gewusst. Und das hat natürlich auch Jesus gewusst und hat deshalb schon von Anfang an seines Auftretens immer wieder von Visionen vom Anbrechen des Reiches Gottes auch hier auf Erden erzählt. Nämlich von der vielfältigen internationalen Tischgemeinschaft, wie wir es eben ja schon gehört haben. Und darin zeigt sich auch ein Stück des Kommens des Reiches Gottes. Nicht Absonderung, sondern Zusammenkommen, Gemeinschaft und Teilhabe. Der Tisch Gottes ist gleichschenklich. Es gibt kein Oben und Unten, keine Stammplätze, sondern jeder und jede ist willkommen, jeder mit seiner Geschichte, seinen Stärken und Schwächen, mit seiner Kultur und Sprache und auch mit seiner Art und Weise, Gott anzurufen. Es werden kommen von Osten, von Westen, von Norden und Süden, alle, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Was heißt das für unsere Gemeinde und auch für unser Kirchesein vor Ort? Schauen wir uns doch einmal unsere Vision an. Unser Kirchenmodell des Erlöserkirchenzentrums, an dem wir gerade bauen, was Ende des Jahres hoffentlich fertiggestellt sein wird. Das Reich Gottes soll schon hier auf Erden immer mal wieder anbrechen, insbesondere an den Tischen bei der Tischgemeinschaft. Viele Tische sind hier geplant, alle um hinzuweisen auf den einen in der Mitte, noch verborgen im Kirchraum. Aber die 5 Brote und 2 Fische an der Kirchenwand weisen darauf hin. Es liegt jetzt an uns, ob wir offen sind, dass Menschen kommen können von Westen und Osten, Nord und Süd. Der gerade gewählte Präses Dr. Thorsten Latzel hat die Gemeinden dazu ermutigt, teamfähiger und einladender zu werden, als Minderheitskirche offensiver mit anderen zusammenzuarbeiten, anstatt immer nur alles alleine stemmen zu wollen, den Mut zu haben, vom offenen Himmel zu erzählen und andere einzuladen und einzubinden, die eigenen Räume als Gemeinschaftsraum fürs Fädel zur Verfügung zu stellen. Aber eigentlich, und das wollen wir auf gar keinen Fall vergessen, sind wir alle Gäste. Wir sind Eingeladene zum Fest des Lebens, gerade in unserer Verschiedenheit. Und Gott ist der Gastgeber, der sich freut, wenn wir seine Einladung annehmen und der uns Gelegenheit schenkt, uns gegenseitig als Geschwister, als Freundinnen und Freunde, als Weggefährten anzunehmen und so ein Stück weit sein Reich in dieser Welt vor Ort zu verwirklichen. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns an deinen Tisch einlädst, so wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, mit unserer Fremdheit, mit unserer Vertrautheit, mit all unseren Ecken und Kanten. Gott, dafür danken wir dir. Hilf uns, dass wir auch als Kirchengemeinde offen sind für das Fremde, für das Neue,
dass wir wandelbar sind und dass wir all das, was wir an wertvollem Geschenk bekommen haben, mit anderen teilen können. Gott, wir denken ganz besonders an die Menschen, die für andere sorgen in diesen Zeiten, für die, die einsam sind und krank sind, für die, die trauern um einen Angehörigen. Gott, hilf ihnen, dass sie Verbundenheit spüren können und stärke uns, dass wir weiter Wege finden, wie wir diese Verbundenheit, auch gerade wenn wir nicht an Tischen zusammen sein können, wie wir sie leben können. Gott, wir denken an die Welt, an die vielen Krisenherde. Wir denken an den Neuanfang in Amerika und in den Kriegsgebieten auf dieser Welt. Stell ihnen immer wieder Menschen an die Seite, die für Einheit eintreten. Und wenn wir an die Impfstoffe denken und an das Teilen von Gütern auf dieser Welt, dann lass uns unseren Egoismus zurückfahren und zeig uns Wege, wie wir Gerechtigkeit und Solidarität leben können als glaubwürdige Christinnen und Christen auf dieser Welt, die für Gerechtigkeit eintreten auf deiner Welt. Und alle Gedanken und all die Menschen und Anliegen, die uns jetzt auf der Seele brennen und in unserem Herzen sind, all das wollen wir mit hineinnehmen in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und der ganzen Welt Frieden. Amen. When I fall.